Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, ich bin im Schneegebiet angekommen. Viel mehr Brabbeln brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe mit dem Kollegen, der da drüben steht, mit dem habe ich geredet. Und der hat mir gesagt, ich muss Melanie vielleicht verbrennen. Das will ich natürlich nicht. Jetzt habe ich mich hier an die Gnade gesetzt und Melanie will mit mir sprechen. Dann hören wir doch mal, was sie zu sagen hat. There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Okay. Ich hatte nicht vor, schlecht darüber zu reden, aber deine Mutter scheint wild zu sein, wenn sie möchte, dass du in eine Schmiede geschubst wirst. Brauchen wir nicht unbedingt. Kriegen wir anders hin. So. Mir wurde in den YouTube-Kommentaren gesagt, dass dieses Schwert super geil sei. Ha. Ich habe nicht mal genug Weisheit dafür. Oder ist das gemeint? Dafür habe ich nicht genug Geschick. Also, nö. Stockschwert. Das ist eher auf Geschicklichkeit. Das hat ist auf Glaube. Nö. Nö. Einfach nö. Ich bleibe bei dem, was ich habe. Das, was ich habe, ist cool. Das, was ich habe, passt so. Gibt es noch etwas, das ich unbedingt jetzt mal machen will? Ich glaube nicht. Ich werde mich jetzt hier umschauen. Bisschen Schneegebiet anschauen. Ich habe ja nicht keine große Lust, in irgendeine Kanalisation zu gehen. Kanalisationen sind immer mit viel Schrecken verbunden. Und ich bin kein Freund von Erschrecken. Überhaupt nicht. Ich hasse es, mich zu erschrecken. Es gibt, das ist mit. Das ist ganz schrecklich. Deswegen. Was kann ich eigentlich mittlerweile alles craften? So mit. Pfeile auch. Okay. Das ist natürlich nützlich irgendwann. Miku, hi. Grüß dich. Stinktopf. Ah, verursacht tödliche Vergiftung. Gifttopf. Verursacht Vergiftung. Feuertopf. Ja, könnte man irgendwann mal überlegen bei manchen Bossen. Vielleicht bewerfe ich die ja mit Töpfen. So, was geht denn hier noch so? Was geht denn hier? Was geht denn hier? Ich weiß nicht, Schneegebiete sind nie so richtig meins. Ich weiß nicht, was ihr könnt. Ich würde jetzt einfach mal hergehen und dich. Okay. Ah ja, ihr könnt mich einfrosten. Wer hätte es gedacht? Und ihr könnt wilde AOE-Attacken. Eieieiei. Ja, ihr weicht auch meiner Duellfähigkeit aus. Alter, du hast wohl ein Problem damit, wenn ich so nah dran bin, ne? Nee, ah, ich wollte deinen Kumpel. Oh mein Gott. Könnt ihr bitte nicht zu zweit? Das ist mies. Ey, nein, ja, nein, aua, ah. Okay.
Die können ein bisschen was. Die haben, glaube ich, so eine Doppelklingenwaffe. Da muss ich mal. Seewall! Der Seewall spawnt hier rein und lässt schon wieder 5 Abos da, ey. Du bist echt der Hammer, ey. Hi, grüß dich. Nico, ja, Stream am Dienstag verpasst. Ich habe mich schon gewundert, aber ich gehe mal davon aus, da ja Feiertag war, war auch der ein oder andere ein bisschen unterwegs. Dankeschön, Seewall. Dankeschön. So, probiere ich's. Nee, das war falsch. Das wollte ich nicht. Probiere ich die Jungs. Dankeschön, Seewall. Danke für die Geschenkabos. Versuche ich die Jungs zu parieren. Könnte helfen, ne? Aber ich will nur einen von euch, bitte. Nicht beide. Ach so, Moment, halt. Da könnte ich natürlich mal versuchen, was auf die drauf zu werfen, damit nur einer kommt, ne? Dafür ist das ja da. Hier, da, guck mal, da habe ich doch 27 so Wurfmesserchen. Nein, was? Ah, so. Komm mal her, du. Ich schau mal, ob ich den parieren kann. Ey! Nicht weglaufen. Herkommen. Oh. Alter, das ist heftig. Okay, mein YouTube-Timer, dieses Timer-Event, das funktioniert in dem Fall anders, als ich dachte. Jetzt hat er hier 3 Nachrichten und die eine ist... Ah, ich weiß nicht, ob ich das... Ah, ich muss die früher... Mist. Nee, hör mal auf jetzt. Alter. Ihr seid ja heftige Boys. Nein, du sollst so einen Quatsch nicht machen. Ich mag AOE. Magieblödsinn ist ja gut. Jetzt habe ich schon jeden Heiltrank versoffen. Und er ist weggespawnt. Okay. Ja, ich gehe nochmal an die Gnade. Spielst du das Elden Ring DLC auch? Ja klar, Seewall. Deswegen wollte ich auch recht zügig nach Elden Ring kommen. Damit ich den Elden Ring DLC Hype ein bisschen mitnehmen kann. Aus der Sicht eines Kanalbetreibers und Content Creators muss ich das tun, wenn ich möchte, dass mein Kanal größer wird. Diesen Hype darf ich auf keinen Fall verpassen und hoffentlich... findet sich der ein oder andere, der dann ebenfalls uns beitritt. Komm mal her, du jetzt. Probieren wir es nochmal mit der Duellfähigkeit. Die ist ja eigentlich echt gut. Nee, nicht AOE-Magie. Ja, so geht's. 5000 Seelen geben die, Runen. Das ist natürlich was, ne?
Mist. Ach, alter Schwede, was ist mit denen? Das sind schon wieder, die sind mir zu schnell. Die Jungs. Rickard habe ich bezwungen, ich habe Morgott bezwungen, ich habe richtig Action gemacht. Miku. Okay, warte mal. Ich probiere mal. Vielleicht geht's mit der dicken Keule besser. Sauber, dankeschön. Kommt jetzt der andere mit? Nee, nicht wieder zu zweit. Dein Lieblingsboss? Ja, ich habe schon bemerkt, dass du nicht... warum hüpft er denn rückwärts? Hoppla. Die sind ganz schön mies. Jedenfalls mit meiner Kombi, die ich hier bespiele. Och. Ich hasse das auch, wenn Gegner sich so... Ich kann die nicht... Ich will die nicht mehr bekämpfen. Ich will diese Jungs nicht mehr bekämpfen. Das ist mir... Die hauen mich so oft. Das sind nicht meine Gegner. Gegen euch kämpfe ich nicht mehr. Ja, nö, nein. Mm-mm. Hier wird es wahrscheinlich irgendwo einen Boss geben. Da komme ich irgendwann später zurück. In diese Ruine hier. Die Boys... Die Boys, die verprügeln mich viel zu hart. Habe ich eigentlich vorhin zu Ende geredet oder wurde ich wieder von Stress unterbrochen? Von Gegnerstress? Miku, ich habe schon festgestellt, dass schnelle Gegner echt was für dich sind. Und Gegner, die einfach viel zu viele Attacken rausprügeln in viel zu kurzer Zeit, sind voll dein Ding. Und fliegen die... Ha.
Haut ab, ihr Vögel! Haut ab, ihr Vögel! Mann, ey. Was ist das hier? Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Ach so, der zeigt mir jetzt, genau, da war ja irgendwas, der zeigt mir eine Höhle an. Der Kampf war okay. Es war nett. Nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Ich hatte ein bisschen Glück. Nee. Ich habe ihn am Ende habe ich ihn sehr stark staggern können. Das hat mir einen riesen Vorteil gebracht. Ich muss da rauf. Bis jetzt gefällt mir das Gebiet nicht so gut. Also alleine diese ganze... Ach, die schneeige Umgebung. Ah, weiß ich jetzt nicht. Ah ne, muss ich nicht. Muss nicht darauf. Ich kann auch hier einfach rüber. Sehr schnelle, kleine, viele kleine Zappelgegner. Graue Umgebung. Ey, Pferd. Verlorene Kriegsasche, okay. Ah ja, okay. Ich habe mich schon gewundert, dass mich hier nichts angreift, während ich hier rübergehe. Also rein vom bisherigen Spielerlebnis in all diesen Souls-Spielen, die ich gespielt habe, hätte ich erwartet, dass ein riesiger Drache kommt und mich von der Brücke haut. Versuche ich den jetzt zu verprügeln? Warum sollte ich? Nö. Bobby, hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid. Wenn irgendwer am Ende vom Stream noch am Start ist, die jetzt hier dabei sind, weil ich gerade dran denke, erinnert mich ruhig mal daran, dass ich raiden sollte oder und auch will. Weil ich verpeile das dann immer. So. Da ist irgendwie so eine Burg. Wir gehen ein paar Brücken über einen Fluss. Wobby, auch eine Möglichkeit. Wie lange streamst du? Ich weiß gar nicht. Heute so maximal bis 10 wahrscheinlich. nee. Diesmal versuche ich ihn zu verprügeln. Oder auch nicht. Wenn er mich nicht verprügelt, verprügel ich ihn auch nicht.
Wahrscheinlich eher kürzer. Mal Kumpel, ein Kumpel kommt nachher noch und dann müssen wir mal gucken, was ich mit dem überhaupt mache. Ob wir einfach nur ein bisschen Zeug labern. Hier geht's bergab. Oh, der will mich. Okay. Ja, egal. Was ist das da vorne? Warum glitzerst du? Warum glitzerst du? Ah. Ja, mein Dicker, komm mal mit und hau mal auf die Statue drauf. Vielleicht hilfst du ja dabei. Aber wenn er jetzt schon umdreht. Komm mal mit. Ups. What? Seit wann? Wow. Holy. Wieso kannst du Feuer spucken? Okay, die Nachricht. Das muss ich nochmal bearbeiten, den Timer. Vor allem stimmt es ja nicht. Der Hyptius müsste ja in die Mitte rein. Das machen wir nachher mal. Okay, in dem Fall entschuldigt bitte, dass ich jetzt hier, dass mein Bot gerade den Chat spammt. Dumm gelaufen. Ich bin gerade dabei, immer nebenher so ein bisschen einen anderen Chatbot zu konfigurieren. Und da bin ich noch am Üben, weil der etwas anders funktioniert. Okay, aber weißt du was? Ich glaube, ich bin hiermit besser dran. Gib mir mal mein Loot. Weil das war nämlich nicht gerade wenig. Nee, nee, nicht schon wieder anzünden. Nicht wieder anzünden. Nee, 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 nee. Mama! Oh, da ist noch einer. Wo kommt der denn her? Hä? Okay, vielleicht lassen wir es. Vielleicht lassen wir es einfach. Die wollen mir ja alle ans Leder hier. Und zwar nicht ohne. Vielleicht gehe ich doch nochmal in die Kanalisation erst oder so. Oder guck mir irgendwer und suche andere Gegner. Das ist ja heftig hier. Aber mein Loot will ich wieder haben. Ist der am Boden liegt, echt aufgestanden? Ja, krass. Damit, ja, der wacht auf, okay. Damit habe ich nicht gerechnet gehabt. So. Ein großes Schneefeld. Soll ich euch sagen, was ich vermute, was mich dort erwartet, auf einem großen Schneefeld? Ich sag's euch einfach, ein riesiger Drache.
Ah, es ist ein Eis, es ist ein See, okay. Aber ich bin mir sicher, hier kommt ein Drache. So, was haben wir denn hier? Da ist so ein Zaubertürmchen für mehr Zauberslots. Und das da oben sieht aus wie die Schmiede. Das da oben sieht aus wie die Schmiede, zu der ich hin soll. Was haben wir denn in der anderen Richtung? Da kann ich nicht hingucken. Okay. Ja, dann reite ich mal da hoch und schau mal. Oh Mann, ey. Warte, Moment. Nein, kann ich erst meine Seelen verbrauchen? Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn für Seelen? Runen. Das heißt, in diesem Spiel sind das Runen. Ja, genau. Der Befehl fehlt im neuen Bot auch noch tatsächlich, Wobby. Alles klar. Vielen Dank. Stufenaufstieg. 52.000 brauche ich. Es werden immer Souls und Bonfire bleiben. Echo des Malkönigs, da könnte ich mal noch gucken, was ich dafür bekomme. Ich schluck jetzt rein aus Interesse mal die Fürstenseele. Wie viel bekomme ich? 50.000! Okay. Jetzt kann ich fast zweimal leveln. Ja, jetzt kann ich zweimal leveln. Auch nicht schlecht. Sollte ich noch irgendwas anderes leveln, außer Kraft und Stärke? Kraft und Stärke. Nee. Ach, jetzt fehlt mir nur noch so ein kleines bisschen. Wie viele habe ich? 52, ich glaube 54 brauche ich oder so. Und schlucke ich mal eine davon. Ja, das passt. So. Großer Drache. Erscheine. Oh nee, warte. Falls es kein Drache ist, sondern irgendwas anderes, rüsten wir uns mal für... Ich rüste mich für andere Gegner. So, großer Gegner, erscheine, was auch immer du bist. Los, zeig dich mir. Aha. Ja, da ist er. Ah, okay, für dich brauche ich eigentlich eine Keule. Und hier ist es... Nee, vergiss halt alles. Ich sehe ja nicht mal was. Ich sehe ja nicht mal was. Ich muss irgendwo nach rechts. Hier sind auch noch solche Sniper. Sniper-Boys. Yep. Aua. Das lassen wir mal einfach. Das... Nö. Hier gibt's einen Sprung nach oben. Das schaue ich mir mal an. Aha. Will ich jetzt hier reingehen oder schaue ich erst nach einem Schneeballschlacht mit Drachen? Ja. Oh Mann.
Was bist du denn da unten? Achso, du bist so ein T-Rex-Köter wieder, ja. Oh nein! Hi! Ups! Ich knall jetzt hier einfach durch mit meinem Gaul. Oh, hier ist ein Bonfire. Ja. Ach, eine Gnade. Ah ja, guck mal, hier will ich hin. Kurz mal. Kurz mal die Karte besorgt. Ja, hier sind ganz schön viele von euch. Da vorne links. Wie komme ich da hin? War hier nicht irgendwo was? Ja, eine Brücke. Das ist, okay, das ist keine Brücke. Nur um das festzuhalten. Es handelt sich um eine gewaltige Kette. Ah, da ist auch direkt nochmal eine Gnade. Das ist doch wunderbar. Berggipfel der Riesen. Was ist denn hier eigentlich noch? Wie komme ich denn da hin? Also von hier wohl nicht. Huh. Geht das dann durch den Baum durch? Wer weiß. Also, ich reite jetzt hier einfach ein bisschen durch. Und Flammengipfel. Und werde mal die verschiedenen Gnaden aktivieren, die ich so finde. Ich habe aber das Gefühl, ich werde hier zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommen und gleich in die Kanalisation unter Leyendel, so heißt die Stadt, glaube ich, gehen. Ihr seid ja alle tot, ihr Riesen. Oh, was zum... Okay. Ja, guck mal hier. Da haben wir auch schon eine. Oh, Melina will wieder was. Melanie, was gibt's? Ich schmeiß dich nicht in den Ofen, keine Sorge. Please continue to lend your aid till the end. Muss ja jetzt erstmal rausfinden. Okay, nee, Melina, alles gut. Alles gut. Dass sie mich auch gar nicht fragt, so, willst du mich wirklich da reinschmeißen? Die geht einfach davon aus, dass ich sie da reinschmeiß. Ich würde ja jetzt sowieso erstmal einen fetten Boss erwarten, bevor ich dort überhaupt hin darf. Feuerriese. Naja, aber der hält mich ja nicht davon ab, dorthin zu gehen, was? Ah doch, okay, ja, er hält mich davon ab, dorthin zu gehen. Alles klar. Gut. Mein lieber Feuerriese, wie machen wir beide das? Ich teste dich mal an. Ich teste dich mal an.
Wo ist der... Wie kann ich dir... Konnte ich dir keinen kritischen Treffer geben, oder was? Jetzt? Nee, wieder nicht? Er rollt. Er rollt sich weg. Lol. Nee. Nee, nee. Nicht irgendwelchen Flammenblödsinn aus deiner Brust holen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ha! Hilfe! Wo bin ich? Oh mein Gott, ich häng glaube ich am... Ich hing am Rand vom... zum meist gehassten Boss. Au! Au! Was zum... Nicht... Es ist ein riesengroßer Boss, bei dem man nicht sieht, was er tut. Ach, wunderbar. Okay. Okay. Bin ich mit der Keule hier besser dran? Oh, Moment. Moment. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes noch mache, muss ich mal kurz zum Schmied. Dass mein Bot jetzt hier gerade den Chat voll spammt, das ärgert mich selbst sehr. Schmiedestein 5. Muss ich jetzt Schmiedestein 5 suchen? Ich muss unbedingt mein Messer verbessern. Schmiedestein 5 kann ich nicht kaufen. Und ich habe schon lange nicht mehr mit euch gelabert. Ensha? Wer ist denn Ensha? Sorry Leute, wer ist Ensha? Kann mir das kurz einer sagen, wer Ensha ist? Der NPC mit der Skelettrüstung, der dich hier angegriffen hat. Ach so, ja, der. Ach so, da war ich doch irgendwie in der falschen Dimension oder sowas. Dachte ich. Vier weitere? Vier? Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala. Ja, Rani haben wir schon. The one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost right. Known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. Wait, what? There are four more. Okay, Moment, nochmal. Gut, Mikela, das scheint wohl ein Kerl zu sein. His twin,
Die beiden, ja, die habe ich... Okay, Rani hat sich, glaube ich, erledigt erstmal. Der Fürst des Blutes, gut, keine Ahnung, wird noch kommen. Rani hätte sich ihrer großen Rune entledigt. Also werden wir hier in der Feste unsere Suche nach den restlichen 3 Fragmentträgern fortsetzen. Okay. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, tausche ich eure Feststellung gegen einen verborgenen Schatz oder einen längst vergessenen Ritus. Okay. Wie soll ich gegen irgendwas tauschen, wenn du mir nichts anbietest oder keine Chat-Option zum Tauschen anbietest? Wer ist... Was ist mit ihm? Warum ist er ein Roter? Dich habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Kumpel, ich bin nichts. Ich ignoriere meine eigene Unwissenheit in keinster Weise, Kollege Schnürbacken. In keinster Weise. Ich bin mir absolut bewusst, dass ich der ahnungsloseste Volltrottel in diesem ganzen Universum bin. Klangperlenhändler 1. Was? Okay. Habe ich noch eine? Nee. Ignorant of your own ignorance. Ja, das ist... Schmiedestein 5. Ich brauche Schmiedestein 5. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Passt zu uns Menschen. Das allerdings. Absolut, Miko. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss mal ganz kurz gucken, was kriege ich denn für... Noch Schweigen, aufgewühlt durch diese Wendung, suchen sie den Rat des höheren Willen. Wie sollt ihr so lange warten, meine Güte? Genau, hier will ich jetzt gucken, was kriege ich denn? Großes Krummschwert. Blutfluchschnitt. Krummes Großschwert. Oh. Das ist halt wieder ein Großschwert. Und oh, da brauche ich Arkan und Geschicklichkeit. Habe ich alles nicht. Ach. Verbraucht, FP entfesselt. Viele Gespenster, die Gegner verfolgen. Ja, weißt du was? Nee, dann fresse ich das Echo. Ganz einfach. Und ich will die Dornen verbrennen. Um der Himmel willen. Das ist nichts für einfache Sterbliche. Den Erdenbaum in Brand zu stecken, ist die erste Todsünde. Und ihr sagt, ihr sucht ebenfalls nach der Rune des Todes? Wusste ich noch nicht, aber ja, anscheinend schon. Schicksalstod. Oh, ich habe langsam so genug von diesen Fingern. Transpire beyond the ken of the fingers.
Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Schlagt den Weg ein, den ihr für richtig haltet. Okay, alles klar. Ach, ich wollte sie angreifen. Ich wollte jetzt die Finger killen. Den Weg halte ich für richtig. Dämliche Lady. Den richtigen Zunder? Ja, ja, ich weiß schon. Alles gut. Ich wollte jetzt wirklich, ich hätte jetzt die Finger angegriffen, aber ich darf hier nicht kämpfen. Ich hätte sie jetzt angegriffen. Ah, so, also, Miku oder ein anderer im Chat, ich bitte kurz um eure Hilfe, da ich keine Lust habe, ewig zu googeln. Das ist jetzt wieder eine der Hilfestellungen, die einfach, nicht googeln, googeln nicht, aber ich würde halt ewig suchen danach. Das ist eine der Hilfestellungen, die mir das Spiel nicht abnimmt, leichter macht, sondern einfach, dass ich nicht ewig suchen muss, wo kriege ich Schmiedestein 5, die Klangperle. Hier könnte ich mir vorstellen, das würde ungefähr passen, glaube ich. Weil die andere habe ich dort bekommen. Ja, das macht doch absolut Sinn, dass ich die da kriege. Da würde ich als erstes gucken. Bei den Summer Ruins. Och nee. Och nee. Und so schnell sehen wir uns wieder. Nein. Oh. Scheiße, nein. Oh Gott. Oh. Na gut, aber ich kann ja versuchen, hier irgendwie durchzuflutschen. Ohne, dass ich die Kleinen killen muss. Ich vermute mal sowieso, dass es oben sein wird, dass ich hier hoch muss. Yep. Naja, genau. Also es wird irgendwo hier oben sein. Hier oben wird es irgendwo einen... Oh, hier schon? Nee. Hier wird es irgendwo einen dunklen Eingang geben. Da, guck mal. Einen verborgenen Eingang. Den habe ich gesucht. Lass mich rein, Pferd. Aha, okay. Ohne Gegner? Nee. Ohne Gegner? Einfach so? Na, das nenne ich mal Service. Gibt's da noch einen Boss in den Summer Ruins? Nee. Also, jetzt brauche ich erstmal Seelen, ne? Kein Boss? Okay, cool. Dann kann ich das ja auch wegmachen. Schluck mal das, bitte. Dürfte erstmal reichen. Schmiedestein 5. Und 6? Okay. Ja, keine Ahnung. 12. Passt schon. Ei. Ich habe mich nicht versteckt, ich bin in der Gegend unterwegs und hör auf, mich für tot zu halten. Ich komme immer wieder. Schmiedestein 7. Okay.
Gut. Dann lege ich mich noch mal kurz mit dem Riesen an. Mal gucken, was jetzt passiert. Herr Riese, Herr Flammenriese, ich habe meinen Zahnstocher gelevelt. Was hältst du davon, Herr Flammenriese? Feuerriese, Feuerriese heißt er. Hoppla. Nee, so. Und dann. Kannst du mal. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? An der Umgebung scheitere ich jetzt wieder. Ey! Kann ich dir jetzt eine verpassen? Nee, immer noch nicht. Muss ich nochmal draufhauen, oder wie? Nicht rumrollen. Und nicht... Du Sacknase, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, ich muss mal kurz weg. Oh, jetzt lasert er, ne? Das ist halt auch nicht so geil. Du hast echt eine dumme Position hier an der Stelle, Kumpel. Meister Riese. Ey, das ist doch kacke hier, die Umgebung. Okay. Okay. Na gut, dann hau ich ihn halt dreimal, nachdem ich sein Arm-Bein-Ding kaputt gemacht habe. Vielleicht fällt er dann auf die... Also die Umgebung da, wenn er dann da auf so einem Ding oben drauf steht, das ist ziemlicher Schmutz. Sehr, sehr ärgerlich. Vor allem hat er keine... richtige Animation dafür, was ein bisschen schade ist, weil er dann so halb in der Luft schwebt. Hey, Feuerriese, ich bin's wieder. Naja, diesmal war ich zu früh. Was zum... Huch, was hat er denn jetzt hier verloren? Warum kann ich nicht auf sein anderes Bein hauen? Nee. Nee. Der ist komisch. Was hat dieses Spiel, dass es entweder große Gegner oder Zappelgegner sind? Ja gut, ich kann mir auch vorstellen, anders kann man es halt nicht schwer machen, ne? Anders bekommt man das nicht schwer hin, weil... Ansonsten ist es halt ein normal großer Gegner, der normal schnell ist und das ist ja dann normale Schwierigkeit. Und eine normale Schwierigkeit ist ja... will man ja nicht...
Du liebst ihn doch auch schon. Ja. Vor allem verstehe ich nicht ganz. Also er hat offensichtlich so irgendwelche so Bandagen hier, die ich ihm abschneiden kann. Ey. So, und jetzt kann ich ihn irgendwo kritisch treffen? Nee. Nee, er ist einfach nur gebückt. So, und jetzt? Weiß ich nicht. Ich kann ihm nur auf den einen Fuß gehen? Ich kann ihm nur auf den einen Fuß drauf prügeln. Kann dieses Ding mal explodieren? Danke. Nee, nicht lasern. Als ob er im 90-Grad-Winkel lasern kann. Dass man hier aber auch nur seinen Fuß angreifen kann die ganze Zeit. Irgendwie auch minimal lame, oder nicht? Habe ich ihm seinen Fuß jetzt abgeschnitten? Er hat ihn sich gebrochen oder so. Ich glaube, jetzt wird er massig. Entschuldigung. Nee, du benutzt dein Bein jetzt als Keule. Oh shit. Oh shit. Oh, er reißt sich sein eigenes Bein raus. Oder als Flammenstock oder was? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Er frisst sein eigenes Bein. Er isst es. Mit seinem Bauch. Mit seinem Nasenbauch. Oh oh. Wusste gar nicht, dass wir jetzt auch irgendwelche Karate-Moves können. Ich muss hier gerade ganz stark an... Okay. Hi. Grüß dich. Oh, jetzt auf die Finger. Nee, was? Oh, wo soll ich dich treffen? Wo soll ich dich treffen, Kumpel? Ich treffe dich einfach weiter im Bein. Ich glaube, ich brauche mehr Fokuspunkte-Tränke. Ah,
habe ich das Gefühl. Nicht lasern jetzt. Ja, jetzt habe ich nämlich keine Fokuspunkte. Doch, ich habe nochmal. Hiermit füllt sich das Ganze auch nochmal um die Hälfte. Nice, nehme ich. Aua. Aua, aua, warte, warte kurz, warte kurz. Nicht lasern, nicht lasern. Ich bin auch nicht so der Feuerspucker-Freund. Ah, nicht anfackeln. Mist. Das ist mehr als ärgerlich, wenn eine meiner Attacken... Fairerweise muss man sagen, dass man das Spiel nicht zwingt, Melee-only zu spielen. Ja, das stimmt. Das Spiel tut das nicht, aber die Zauberei ist jetzt auch nicht gerade so spaßig, wenn man ehrlich ist. Es ist aber auch überhaupt nicht spaßig, immer die gleiche Attacke zu machen. Na, das muss man auch mal dazu sagen. So langsam fühle ich mich irgendwie... Ich könnte schon gerne noch ein bisschen was anderes. Aber es funktioniert halt super. So. Ich habe diese eine Technik für mich irgendwie rausgeguckt, direkt am Anfang vom Spiel. Ich wäre echt gespannt, also ob das Spiel mir irgendwie, wenn ich eine andere gefunden hätte, ob ich dann so lange dabei geblieben wäre. Wäre auch mal interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt in Zukunft vielleicht auf die... Warum musst du jetzt so einen für den Start machen? Das ist ja mies. Ey! Nicht immer abhauen, Mann. Oh, er haut schon wieder ab. Können wir diesen ganzen Kamehameha-Blödsinn mal skippen? Dass die aber auch alle irgendein Kamehameha können. Der eine lasert mit Schatten, der andere lasert mit Feuer, der nächste lasert mit Licht, der... Eieieiei. Immer diese Laserei. Immer diese Laserei. Ich als Streamer muss Melee spielen. Es wird indirekt oder es wird verlangt. Ist das echt so? Direkt oder indirekt verlangt? Nee. Oh. Okay, zumindest wurde nur das Schwert getroffen, Pferd getroffen. Und schon wieder einen daneben. Und schon wieder einen daneben. Das ist ganz schlecht. Ich darf da nicht so viele daneben setzen, weil... Ach nee! Tu doch, bleib doch mit deinem Fuß bei mir jetzt! Hör auf jetzt! Nicht abhauen!
Ah, seine Hände kriegen auch sehr viel Schaden. Ach, er haut wieder ab. Jedes Mal haut er ab. Und jetzt sitzt er auch noch so ganz dreckig am Rand hier irgendwo. Nee! Nicht Beinchen heben. Oh, nicht. Ey, okay. Lass mich mal da durch, zu deinem Fuß. Mit einem Melee-Bild bin ich froh, wenn es vorbei ist. Mit Magie oder Glaube macht der wiederum etwas Spaß. Ah, okay. Ja, nö, ich find's jetzt aktuell nicht so... Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie seine Hände treffen kann, weil ich glaube, ich würde viel mehr Schaden auf seine Hände machen. Nee, okay, anscheinend doch nicht. Ah, wo bin ich denn angevisiert hier? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Kein Schaden? Was zum... Wieso? Ich war in seinem Auge. Ich habe ihn ins Auge gepiekst. Er hat keinen Schaden bekommen. Das ist ja mies. Schweinerei. Mein Guter, das ist eine Schweinerei. Autsch. Uncool. Aua. Ah, nee. Nee, 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 nee. Alter, wie viel Schaden der macht, ne? Scheiße, den kriege ich nicht mehr mit in dem Run, in dem Versuch. Das wird nix in dem Versuch. Das wird nix. Ich verstecke mich hier jetzt. Hier finde ich's gut. Du siehst mich nicht. Okay, aber du triffst mich. Ich darf maximal so 5 Treffer oder so kassieren, das wäre gut. Ich könnte natürlich auch mal die große Keule und es zu Pferde probieren. Dass ich hier erst vom Pferd runter muss, um dann wieder aufs Pferd aufzusteigen. Auch minimal ärgerlich. Minimal ärgerlich.
Ey! Er zieht seinen Fuß schon wieder weg. Ich habe schon wieder 3 Treffer daneben gesetzt. 4 Treffer daneben gesetzt. Okay, ich glaube, wenn man direkt den Knochen da am Rand trifft, macht man noch ein bisschen mehr Schaden. Also wenn man es von außen macht und nicht von zwischen seinen Beinen. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier überall Schaden bekommen habe. Und wie oft. Etwas an der Kamera justiert hätten. Ja, ja. Das denke ich mir bei allen großen Gegnern in diesen Spielen. Tatsächlich. Also ich finde das alles sehr unangenehm von der Kamera. Oh Mann, zu Fuß. Das dauert ja 100 Jahre, bis ich bei ihm bin. Hier wird geritten. Nee, 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 nee. Au. Er hat einfach mein Pferd gekillt. Du Schweinebacke! Ja, zieh halt dein Bein wieder weg. Och, Mensch. Ja, Mann. Oh. Ich will mal testen, ob ich von außen mehr Schaden mache an der Stelle hier. Nee, nicht wirklich. Nicht Beinchen wegziehen. Wie ist denn das? Geht er auch in die wilde zweite Phase, wenn ich ihm nicht die Fessel, die Ding kaputt mache? Also, dass er sein Bein sich abreißt und dann... Weil das wäre eigentlich ganz angenehm, wenn das nicht passieren würde. Schon wieder das Bein im falschen Moment weggezogen, der Kumpel. Das kann er gut. Da. Nee. Also wenn wir dabei bleiben. Oh, wie viel Schaden hat das denn jetzt gemacht? Was hat mich denn da gerade alles von seinem Ding getroffen? Alter, wie... Das ist...
Ja, insgesamt, okay, das macht er trotzdem. Also ich glaube zumindest... Zumindest die Schiene kann ich ihm abschlagen. Aber ansonsten... würde ich mal versuchen, nicht mehr auf das Bein zu prügeln. Sondern nur noch auf das andere, damit ich... damit ich ihm nicht... ach Mist, zu spät gedrückt. Oh nee, nicht lasern. Okay, passt. Oh, bleib mit deinen Füßen doch jetzt hier. Nee, hier brennt's. Och. Ein Boss, vor dem du dich fürchtest in deinem Level 1 Run. Okay. Level 1 Run. Geht mir immer noch nicht runter, wie man sowas machen kann. Will ich den jetzt, will ich das nochmal probieren? Vielleicht doch nochmal mit der anderen Waffenkombination. Also was heißt Kombination? Das ist keine Kombination, das ist einfach eine andere Waffe. Dann kann ich aber... Moment, wenn ich die nehme... ich guck mal, wie viel Damage ich ihm mit dieser Keule mache. Wenn ich die Keule nehme, dann kann ich nämlich... etwas mehr... laschen. Dann kann ich nämlich das so machen. Und dann habe ich nämlich keine Magie, die ich benötige. Keine Fokus, keinen Fokus, den ich benötige. Es ist ja kein Mana, es ist Fokus. Macht doch absolut Sinn, ich benutze ja kein Mana für die Duellfähigkeit. Sondern ich fokussiere mich. Jetzt kommt der, ja, genau, scheiße. Ach, fuck off, da keine Ahnung, wie ich mit dem Pferd da ausweichen soll. Ey, kein einziger Treffer, ne? Ich habe hier eine riesige Keule. Wait, warum habe ich... achso, jetzt, okay. Oh Mann, ey. Was habt ihr nur mit eurer Rollerei, ey? Der andere auch. Der Margit. Der Margit ist auch so ein Roller. Ist ja gut, Mensch. Kannst du mal jetzt... danke.
habe einfach schon so viel versoffen und habe noch nicht mal Schaden gemacht. Weil er immer seinen Fuß wegzieht, Mann! Bleib hier! Ach Gott, zack, ey. Das ist doch auch ein mistiger Mistkampf hier. Das ist doch nicht cool. Dämliche Füße! Wie? Was war das denn jetzt schon wieder? Da ist sein Fuß meinem Schlag irgendwie ausgewichen oder so. Keine Ahnung, ey. Oh Mann, du Sacknase. Sacknase passt auch ganz gut eigentlich, weil er ja so ein Sackgesicht hat, so ein Nasengesicht hat, sorry. Nein, nicht prügeln mit deiner Teller. Was ist denn das überhaupt für ein Teller, Mann? Warum verprügelst du mich mit einem Teller? Und einem hässlichen Gesicht und voll auf die 12. Verdammt. Ja, da bin ich ganz nett gestorben an der Stelle, ja. Einfach platt gedrückt vom Teller. halt die Fresse. Ja. Oh Mann. Mach deinen Teller-Move, jawohl. Ach, das trifft mich natürlich hinter dem Felsen. Ja, ja, ist klar. Okay, das hat fast mein Pferd gekillt. So, jetzt auf die Füße. Eigentlich müsste ja irgendwann auch mal mein Blutungsschaden triggern, aber irgendwie nicht. Hilfe, nein! Nicht brennen, nicht abfackeln, überall Feuer! Und Laser, Woods! Nein, der Laser trifft. Und irgendein Zeug. Oh, ich bin ausgewichen. Jawohl. Und der Teller. Ups. Und nochmal ein Tellerwischer. Ah, Tellerwischer ist er. Jetzt wissen wir's. Oh, dein dummer Teller. Bleib hier mit deinem Fuß! Hilfe! Feuer! Es brennt!
Scheiße, das darf ich nicht zu laut rufen. Nicht, dass irgendwer tatsächlich mal die Feuerwehr anruft. Was passiert? Ah, der Roller ist wieder am Start. Ah, Feuerball, jawohl, ausgewichen, wunderbar. Und jetzt kommt der Tellerwischer. Jawohl, noch einer. Yes, Sir. Ah, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer. Ach, Mann, ich stand doch daneben. Ich stand gar nicht im Feuer. Wo ist er? Hilfe, ich sehe nichts. Ah. Ey! Okay, ich stehe nicht im Feuer. Alles gut. Ah! Feuer! Einmal noch auf den Fuß hauen. Ey, aua, ey! Noch. Man sieht nichts, man erkennt nichts, man weiß nicht, was er tut. Keine Ahnung, was als nächstes für eine Attacke kommt. Es ist wieder so ein... Warum? Die letzten Wochen. Ständig. Sowas. Die ganze Zeit. Da fällt mir gerade was ein, wenn ich die Keule nehme, brauche ich dieses nicht, sondern... Vielleicht Sprungangriffe verbessern, ja. Vielleicht das. Oder aufgeladen? Ne, aufladen tue ich ja eigentlich eher selten. Bin ich jetzt noch auf niedriger Last? Mittlere Last? Ja. From Software will mich hart. Will mich ganz hart. Nimmt mich ganz hart ran. Die letzten paar Streams, so Aufnahmen. Die letzten paar Runden. Nein! Auch wie weit kommt denn der Scheiß auch noch? Ich kann den Blödsinn doch nicht ausweichen zu Pferde, Mann! Und er hat es einfach ganz gekillt. Und jetzt durfte ich nicht. Ach, weil hier diese dumme Sprachbox kommt, ey. Diese Anzeige, was zum... Ah. Bist du dir ganz sicher, dass du auf dein Pferd sitzen willst? Wirklich? Ganz sicher? Nein! Ich habe da nur drauf gedrückt aus Spaß! Es wäre schön, wenn es dafür eine Option gäbe, dass man das einstellen kann, ob man da gefragt wird oder nicht. Gibt es dafür vielleicht eine Option? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Leider nein. Du hast nichts gefunden. Hast du auch schon gesucht? Okay. Er soll es einfach machen. Ich glaube, es kommt viel öfter vor, dass man es einfach gemacht haben will. Auch wenn es schlecht war, vielleicht in dem Moment. Als dass man es nicht gemacht haben will. Und gefragt werden will. Bist du dir ganz sicher?
grundsätzlich ohne Gaul. Ja, nee, ich finde... Also manche Kämpfe, gerade gegen Drachen, finde ich mit Gaul super. Die mit gegen Drachen ist der Gaul klasse. Ach, jetzt habe ich es nicht richtig gesehen, weil er viel zu groß ist. Hey, das war ja mal angenehm. Achso, ich habe ja ein Ding drin, dass Sprungangriffe verbessert werden, ne? Ich sollte vielleicht öfter Sprungangriffe benutzen jetzt. Nee. Hilfe! Ich sehe nichts. Es ist nicht erkennbar, was passiert. Aber wie ich echt mit der anderen Fähigkeit eigentlich viel weiter gekommen bin, ne? Aber gut, ich versuche ja auch gerade ihn möglichst nicht. Ich will nämlich nicht, dass er sein Bein abreißt. Und das versuche ich gerade zu vermeiden, indem ich aufs andere prügel. Aber ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Wann triggert denn diese Blutung eigentlich? Das könnte doch jetzt auch mal zwischendurch passieren, oder? Da hat sie getriggert. Okay. Oh oh, Feuerkugel. Oh, Feuerlaser. Okay, alles gut. Wahrscheinlich reißt er sich sein Bein trotzdem ab, obwohl es noch ganz ist. Was saumies und echt schlecht wäre. Komm jetzt, zieh doch nicht immer dein Bein zurück, ey, du bist, das ist so nervig. Oh Mann, ey. Ach so, da war ja noch die Feuerkugel, die ich nicht gesehen habe, dass er sie castet. Komm, ich will nicht, dass du mich verfolgst. Geh kaputt, bitte, danke. Jedes fucking Mal will man ihn hauen und er zieht seinen Fuß zurück.
ist ja der Horror. Mal wieder. Mal wieder. Ein Riesengegner. Bei dem man nichts erkennt. Ich will ihn so sehr verprügeln. Gut, ich versuch's jetzt nochmal mit der Keule. Aber diesmal, weil ich es ja immer noch nicht hingekriegt habe. Wahrscheinlich ruft er sich trotzdem sein Bein ab, ne? Außer man lässt wirklich die Schiene dran. Und dann muss man aber aufs andere prügeln, aufs andere Bein. Weil ich habe ja die Schiene auch weggemacht. Ich vermute, dass die Schiene da der Switch ist. Der Auslöser für die ganze Nummer. Das heißt, ich müsste eigentlich durchgehend auf sein anderes Bein prügeln. Wäre eigentlich... Es wäre wirklich interessant, aber... Nee! Oh! Kannst du bitte zum Start was anderes machen? Bitte, bitte? Es wäre wirklich interessant. Ich würde es ja wirklich gerne Ich glaube, er wäre schon 5-mal gestorben, wenn er nicht jedes Mal sein Bein genau im richtigen Moment wegziehen würde. Wir lassen ihm mal die Schiene dran. Okay, was bitte? Plötzlich kann er andere Bewegungen machen. Nee. Das ist ja die größte Mistratte dieser Gegner. Das ist ja die größte Mistratte. Ich weiß gar nicht, warum probiere ich es, weil ich einfach, ich würde gern sehen, was passiert, wenn ich ihm die Schiene dran lasse, weil ich es einfach gerne sehen würde. Aber ich bin nicht hier, um irgendwelche Experimente zu machen. Ich bin hier, um den verdammten Mistsack jetzt zu verprügeln. Komm, mach dein Tellerding jetzt. Diesmal nicht, oder wie? Ja, jetzt machst du's. Nein! Weißt du was? Du hast es nicht anders gewollt. Du hast es nicht anders gewollt. Ich wollte dir dein Bein lassen. Eine ehrenlose Option, Larventräne benutzen. Und dann einfach irgend so ein Magieding die ganze Zeit rausknallen. Ich wüsste nicht mal, was es da gibt. Ich wüsste nicht mal, was man da machen kann. Ich bin überhaupt nicht der Freund von sowas, ne? Ich akzeptiere jetzt den Schaden, den ich bekomme. Es hilft ja alles nichts. Was? Was? Was?
Ja, mit Distanzangriffen könnte man sehen, was er macht. Das stimmt. Ich will ihn jetzt killen. Ich will den nicht noch in eine weitere Folge schleppen. Eigentlich müsste ich schon seit... Also die anderthalb Stunden Aufnahmelänge ist schon seit 10 Minuten rum. Aber... Ich will ihn einfach nicht in die nächste Folge schleppen. Da habe ich keinen Bock drauf. Hüpfen hilft auch nicht. Aber da habe ich wenigstens keinen Schaden bekommen. Dafür beim Absteigen. Nice. Zweimal. Nice. Auch ein drittes Mal auch noch. Jawohl. Perfekt. Ah, ich bin zu früh gerollt. Och Mann, ey. Ah. Komm jetzt her mit deinem Bein. Ich hab schon so viel saufen müssen jetzt. Wo ist die Feuerkugel, dass sie endlich explodiert? Okay, es gibt noch keine Feuerkugel, die explodieren könnte. Okay, aber wait, das ist verdammt viel. Da war die Feuerkugel, die explodiert. Okay, alles klar. Jetzt schieb mich nicht ins Feuer, Mann! Ich will doch deinem Feuer ausweichen! Ey, das ist nochmal eine andere Nummer jetzt. Ei, fällt mir gerade mal so auf, wenn ich ihm auf dieses Bein hau, ne? Mit der Keule. Ah, Laser! Jawohl. Feuerkugel! So, komm her, Kollege. Ah, jetzt mache ich wieder keinen Schaden mehr, ne? Ah, Feuer! Feuer! Hilfe! Okay. Ich treffe doch die Unterseite vom Fuß. Hast du echt so viel Hornhaut? Wo kann ich ihm Schaden machen hier? Wo kann ich ihm Schaden machen? Ich mache hier nirgends Damage. Auf die Finger? Nicht so wirklich. Ey, und dann zieh deine Hand doch nicht weg, Mann. Was ist doch meine Fresse? Er zieht die Füße weg, er zieht die Hände weg. Ja, steh auf. Gaul ist tot, Bastjo.
Also an beiden Unterarmen ist er auch offen. Aber wie soll ich denn bitte, wenn er die sofort wieder wegzieht und ich 3 Sekunden brauche, um dahin zu laufen, weil... Wie soll ich ihn da... Also, Ich finde, meine Keule ist in Ordnung hierfür, tatsächlich. Ey, ich kann doch drüber hüpfen. Guck mal an. Ich hab gedrückt. Aber ich glaube, meine Ausdauer war noch irgendwie nicht ganz ready oder sowas. Mann, und jetzt sind hier dumme Felsen im Weg! Und er steht so beschissen hier wieder. Also die ganze Nummer hier ist eine Kacke. Und dann... Jetzt kann ich ihn nicht treffen. Jetzt kann ich ihn nicht treffen, weil er im Fels steckt. Weil er im Fels steckt. Was haben die sich hierbei gedacht? Was haben die sich hierbei gedacht? Ja, Fackel, euer Scheiß. Dass man den nicht im Melee-Mode alleine bekämpft. Hä, aber... Ja, aber, hallo? Es gibt... Also, das ist doch Quatsch. Miko, das kannst du mir doch nicht erzählen. Es gibt hier Waffen, für die brauche ich eine gigantisch hohe Stärke. Da, Stärke 40. Die habe ich jetzt gerade erreicht. Ich kann doch mit keiner anderen Waffe, Fähigkeit, Zauber, sonst irgendwas, die irgendwie Fernkampf macht, auch nur annähernd Schaden machen, der hilfreich ist. Dann muss ich ja von Anfang an alles leveln. Und auf alles leveln ist doch auch wieder Kacke, weil dann kannst du wieder nichts richtig. Warum benutze ich eigentlich nicht das Schwert mal? Was macht das aktuell? 300, 400? Was macht die hier? Ja, das macht weniger. Wieso macht dieses Schwert mehr? Und ich kann das jetzt ja richtig benutzen. Ha.
Macht halt keine Blutung, ne? Aber... Ach so, warte, weil das scheiße schwer ist, ne? Ich habe jetzt eine große Last. Ah, ob das jetzt eine gute Idee ist... Naja, okay, die Larven trennen, viele Distanzwaffen. Ja, okay. Fähigkeit, ja, gut. Stimmt, ich spiel's ja auf hoher Schwierigkeitsstufe. Stimmt. Stimmt. Absolut richtig. Ich benutze ja diesen ganzen Quatsch nicht, den es im Spiel gibt. Dieses ganze Noob-Zeug, habe ich gehört. Soll das sein? Warum? Ach so, wegen den Dingern bin ich jetzt wieder so schwer. Jetzt müsste aber ganz knapp eigentlich sein. Ah lol, jetzt hat er es richtig rumgepostet, der Chatbot. Dass ich jedes Mal absteigen muss, um dann wieder aufs Pferd aufzusteigen, ist auch einfach so eine Tortur. Da steht Kannel, ja, stimmt. Kann es sein, habe ich das gerade richtig gesehen, dass das Schwert weniger Schaden macht als die Keule, obwohl dran steht, ich würde mit dem Schwert mehr Schaden machen? Nee. Sah nur so aus. Ah, du hängst wieder an irgendeiner... an irgendwelchen Felskanten hängen und dann... Es ist so ein Mist. Oh, was ist denn das hier? Zwischen diesem ganzen Felsscheiß, ey, ohne Witz. Auch so dumm. So behindert, so kacke. Komm jetzt aus diesem blödsten Scheiß-Drecksfels raus, Mann, damit ich dich verhauen kann und gammel da nicht zwischen dem Blödsinn rum. Komm her jetzt! Komm da raus! Eine hässliche Verfolgerkugel, ey! Ja, kannst du bitte kaputt gehen, danke! Nicht lasern jetzt auch noch! Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Es kann doch nicht sein, dass ich die letzten Wochen ständig gegen so eine Kacke kämpfen muss. Ein zu großer Gegner nach dem anderen, den man nicht sehen kann, was er macht.
Jetzt macht's dann langsam keinen Spaß mehr. Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten. Mal schauen, wann es die nächste Folge gibt. Ob es überhaupt noch eine nächste Folge gibt nach dieser Kacke hier jetzt, ey. Schon wieder so ein... Diese riesigen Kackgegner, bei der man dann auch noch diese dumme Kamera hat, bei der man nichts sehen kann, dass man dann nicht zumindest ein bisschen weiter rauszoomen kann oder sonst irgendwas. Riesengegner, die, wo man nichts sieht.